Und damit von Herzen willkommen. Cool, dass du dabei bist, mein Freund. Von dieser strahlenden Sonne hier und diesem wunderschönen Ort, zu dem wir uns gerade begeben. Das ist einer meiner persönlichen Kraftorte. Und ja, eine kleine, wunderschön gelegene Kapelle mit einer genialen Aussicht, die du gleich auch mit mir genießen wirst können. Und du wirst nicht nur diese Aussicht mit mir genießen können in diesem Video, sondern wir werden uns parallel dazu heute auch etwas von Barry Long Gesprochenes anhören. Es geht heute um Pornografie. Vielmehr um die negativen Auswirkungen dieser Pornografie und warum es eben so unglaublich wichtig ist, ja, sich von dieser Pornografie jetzt zu befreien. Falls du immer noch mit Abhängigkeit bzw. Abhängigkeiten in diese Richtung zu kämpfen haben solltest, dann ist das hier jetzt dein Video. Denn ja, Barry Long nimmt uns sozusagen auf eine innere kleine Reise mit und erzählt uns nochmal, warum es eben so unglaublich wichtig ist, sich von der Pornografie frei zu sagen. Denn diese Pornografie raubt uns auf eine subtile Art und Weise unsere Fähigkeit zu lieben. Ganz recht. Es ist tatsächlich so, dass wir mit dieser Pornografie gegenüber der Fähigkeit zu lieben abstumpfen. Es ist uns dann gewisserweise nicht mehr möglich. Und ich kann das selbst aus eigener Erfahrung absolut bestätigen. Das heißt, immer wenn ich mal in den letzten 5, 6 Jahren einen Rückfall hatte, der dann irgendwie mal so eine Woche angedauert hat, in alte Verhaltensmuster zurückgefallen bin ich da, da war es tatsächlich so, dass eine Art Stecker gezogen worden ist. Und ich habe das auch in meinen Tagebucheinträgen immer wieder festgehalten, dass es tatsächlich auf einer ganz subtilen Ebene ja eine Art Ausrichtung ist, die sich dann verändert. Das heißt, du denkst auf einmal wieder total unkonstruktive, dumme Gedanken. Du bist auf einmal eher wieder in der Energie der Angst und des sich Zusammenziehens, willst von der Liebe oder spirituellen Dingen gar nicht so viel wissen, weil du einfach dann wieder so krass auf Sofortbefriedigung konditioniert bist und dein Inneres einfach alles andere als zentriert, alles andere in der Mitte ist und du von Liebe geben einfach dann in der Zeit nicht wirklich was wissen willst. Und genau das wird dir Barry Long jetzt nochmal erklären. Wir switchen, das heißt, ich werde die Kamera jetzt umbauen und wir werden zusammen diese Aussicht genießen und gleichzeitig im Hintergrund eben das von Barry Long uns anhören. Viel Spaß damit. My question arises around the overindulgence of pornography. Und meine Frage steigt aus diesem dieser Nachgiebigkeit gegenüber Pornografie hin. Also ich habe mich ständig Pornografie hingegeben, sagt er. Wie, how does that affect one's ability to love, and what can I do about it? Welchen Effekt hat das auf meine Fähigkeit zu lieben und was kann ich nun damit tun? First of all, it is disastrous zunächst, to your ability to love. Zunächst einmal muss ich sagen, dass es absolut katastrophal ist für die Fähigkeit zu lieben. And second, what can I do about it? Und zweitens, was kann ich tun? Stop. Aufhören. Easier said than done once you have the momentum of the self. Sehr viel leichter gesagt als getan, wenn du einmal diesen Schwung des Selbst da drin hast. Driving on sexual energy. Der auf sexuelle Energie daherkommt. Driving you out of your body. Der dich aus deinem Körper heraustreibt. Into fantasies. In die Fantasie. Which for pornography always instills. Welche die Pornografie immer in dich hineinbringt. Now, what is pornography? Nun, was ist Pornografie? It is always about woman's private part. Es geht immer um die privaten Teile der Frau. Because that's all man wants. Denn das ist alles, was der Mann will. And that's quite a straightforward thing, woman's private part. Und das ist eine sehr direkte Sache, die privaten Teile der Frau. Quite straightforward. Sehr direkt. Readily available. Und es ist sofort erreichbar. And ready, available there to be loved, and as the whole woman is. Und es ist dort erreichbar als die ganze Frau, die geliebt werden kann. So what's pornography? Was ist also Pornografie? Pornography is my selfish imagination. Pornografie ist meine selbstsüchtige Einbildung. Of fantasies connected. Von Fantasien, die verbunden werden. With what is supposed to be her private part. Mit dem, was angenommenerweise ihr privates Teil ist. So there's no truth in it whatever. Da ist also keinerlei Wahrheit drin. It has nothing to do with here and now. Es hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. It is where I excite myself. Es ist dort, wo ich mein Selbst in Aufregung versetze.
And myself then drives me sexually, of course, it's the most powerful energy is sex. Selbst treibt mich dann sexuell an, denn es ist die kräftigste Energie, dieses Sex. It drives my intelligence to focus utterly on the imagination or fantasies connected with sex. Es treibt mein Selbst dann dahin, mich ganz und gar den Fantasien, die mit dem Sex verbunden sind, zu widmen. Then I turn around and say I love my children. Und dann wende ich mich hierher und sage, ich liebe meine Kinder. No, you can't love your children and love some sexual fantasy. Nein, du kannst deine Kinder nicht lieben und gleichzeitig eine sexuelle Fantasie lieben. You wouldn't have the staying power. Du hättest gar nicht die Kraft dazu, dabei zu bleiben. Because to love your children, denn deine Kinder zu lieben, is to be able to talk to them about love. Dazu musst du in der Lage sein, über Liebe zu sprechen mit ihnen. To love your children is not just to take them in your arms and hug them when it suits you. Deine Kinder zu lieben bedeutet nicht nur, sie in den Arm zu nehmen und sie zu umarmen, wenn es dir passt. But to keep them informed of the realities of life. Aber sie über die Realitäten des Lebens informiert zu halten. And if you are into pornography, und wenn du Pornografie nachgehst, you're not into the realities of life at all. Dann gibst du dich überhaupt ganz und gar nicht mit den Realitäten des Lebens ab. You spend most of your time going this way. Du verbringst die meiste Zeit da heraufzugehen. Away from everything you love. Weg von all dem, was du liebst. Into an imaginative sexual experience of your own past emotions. In eine sich eingebildete sexuelle Erfahrung deiner vergangenen Emotionen. So you won't be able to sit down and speak to the children. Du wirst also nicht in der Lage sein, einfach dich hinzusetzen und mit deinen Kindern zu sprechen. By being absolutely present now. Indem du ganz und gar jetzt gegenwärtig bist. Because psychologically. Weil psychologisch. Depending on your attachment to pornography. Und es hängt davon ab, wie sehr du an der Pornografie anhaftest. There will be a subconscious emotional movement like that. Wird es eine unterbewusste emotionale Bewegung geben, die dann so aussieht? You won't be able to see straight or think straight. Du wirst nicht in der Lage sein, direkt zu schauen und zu sehen. Because you'll be split. Denn du wirst geteilt sein. Und wenn du jetzt nicht mehr geteilt sein möchtest, sondern dich auf den Weg zurück zu einer ganzheitlichen Selbstwahrnehmung machen möchtest, wenn du dich ein für alle Mal endlich auf den Weg der Befreiung machen möchtest und diese Süchte, diese Abhängigkeiten, die dich eben spalten, hinter dir lassen möchtest, wenn du satt bist, dann klick gerne mal auf mauriceneo.de oder auf neo-mentoring.de vorbei, führt beides zur selben Webseite und sicher dir vielleicht noch heute oder morgen ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir persönlich und wir schauen einfach mal, ob vielleicht eine Zusammenarbeit im Rahmen meines Neo-Mentoring-Programmes bei dir Sinn machen könnte, denn wir werden da nicht nur uns von Abhängigkeiten trennen, sondern vor allen Dingen, das ist mindestens genauso wichtig, eben auch den Weg der eigenen Selbsterkenntnis beschreiten. Denn Sucht kommt von Suche. Und das, wonach wir suchen, werden wir in der Pornografie niemals finden. Es ist die falsche Quelle, die uns eben durstig zurücklassen wird und die uns spaltet. Genau wie Barry Long das beschrieben hat, dass wir dann eben nicht mehr da sind, wo wir eigentlich gerade sind, da wo wir die wirkliche Erfüllung, da wo wir das präsente Gefühl finden könnten, sondern wir leben immer mehr in der Spaltung, der eine Teil in der Fantasiewelt, die mit der Realität nichts mehr zu tun hat und das ist ein Teufelskreislauf. Es wird Zeit, dich daraus zu befreien und ich wünsche dir von Herzen dabei das Beste. Entweder mit meiner Unterstützung oder eben alleine, das spielt gar keine Rolle. Und ganz egal, für welchen Weg du dich entscheidest, ich wünsche dir wie immer nur das Beste und bis zum nächsten Video. Hau rein, dein Maurice. Ciao.